Früher kam beim Max-Schweißen immer nur CO2 als Schutzgas zum Einsatz. Damit war der Prozess sehr unruhig. Es war ein schmutziger Prozess, der viel gespritzt hat, der teilweise auch sehr verpönt war. Dann kamen irgendwann die modernen Schutzgase auf den Markt und damit wurde das Ganze schlagartig deutlich, deutlich besser. Eine Tatsache ist aber auch, die Geräte haben sich deutlich entwickelt. Wir haben heute moderne Inverter und selbst im Hobbybereich haben wir hier zum Beispiel diese Parkside-Geräte und mit denen kann man wieder erstaunlich gut mit CO2 schweißen. Das heißt, du brauchst keine teure Schutzgasflasche, du brauchst nur eine CO2-Flasche. Die sind viel, viel verfügbarer. Es gibt die verschiedensten Anwendungen, wo man solche Flaschen auch benutzt. Und dann kann man mit einem modernen Mic-Mac-Schweißgerät, wie mit so einem Lidl-Multischweißgerät, ich habe hier extra beide Generationen hergeholt, sehr gut Mac schweißen. Das unterscheidet sich kaum oder nur sehr unwesentlich vom Schweißen mit normalem Schutzgas, also ein Argon-CO2-Gemisch. Das Ganze werden wir in diesem Video machen. Ich habe es schon mal in einem Video gezeigt mit anderen Geräten. Viele haben sich gewünscht, mach es nochmal mit den Lidl Multischweißgeräten. Zeig uns, was damit möglich ist. Und das machen wir in diesem Video ausführlich. Ich werde euch die Einstellungen zeigen. Ich werde euch zeigen, was man damit schweißen kann und wie gut die Schweißnähte werden. Bei dem heutzutage verwendeten Argon-CO2-Gemisch hat das CO2 die Aufgabe, dass wir einen stärkeren Einbrand erzielen. Das heißt, wenn man nur mit Argon schweißt, dann legt man die Naht praktisch nur so auf, als wenn man so eine Wurst hat. Das ist immer ein sehr erstaunlicher Effekt. Mit CO2 haben wir einen deutlich besseren Einbrand. Und auch wenn wir jetzt nur mit CO2 schweißen, dann haben wir wirklich einen massiven brachialen Einbrand. Wir können also das Material mit unserem Mic-Mac-Schweißgerät deutlich stärker aufschmelzen. Der Prozess ist ein bisschen unruhiger, aber im Prinzip funktioniert das wirklich auch sehr, sehr gut. Ich fange jetzt mit dem aktuellen Parkside Multischweißgerät an. Das ist das PMSG 200A2. Als Ausgangslage nehme ich die normalen Einstellungen, mit denen ich Stahl schweißen würde. Habe ein Testblech, probiere das Ganze erstmal aus. Testblech sollte man immer verwenden, das ist wirklich immer so die Grundlage. Und an denen kann man sich dann so ein bisschen ranarbeiten an die Einstellungen. Aus Erfahrung weiß ich, ich brauche immer ein bisschen mehr Spannung. Ich nehme jetzt einfach mal 1 Volt mehr Spannung und dann nehme ich 1,5 Volt mehr Spannung. Einfach so ein bisschen rantasten, dann findet man da wirklich sehr schnell Ergebnisse oder Einstellungen, mit denen man gute Ergebnisse erzielen kann. Wenn man normales Argon-CO2-Mischgas hat, das kühlt natürlich den Schweißprozess deutlich stärker, der höhere Argonanteil. Selbst wenn man den CO2-Anteil nur ein bisschen verändert, selbst dann braucht man schon andere Einstellungen. Also Einstellungen sind bei solchen Geräten wirklich immer das A und O. Ich habe jetzt für mich die perfekten Einstellungen für 3 mm gefunden. Das ist die normale Stahleinstellung und ich habe ungefähr 1,5 Volt mehr Spannung, 1,5 bis 2 Volt, das ist so der Bereich, in dem es sich wirklich gut schweißen lässt. Und man merkt jetzt erstaunlicherweise keinen Unterschied. Also wenn mich jetzt jemand beim Schweißen fragen würde, hast du Argon-CO2-Gemisch oder nur CO2, ich würde da keinen Unterschied merken. Also es ist wirklich beeindruckend, wie sich die Geräte da auch entwickelt haben, selbst in so einer günstigen Geräteklasse. Und wenn man das Ergebnis jetzt sieht, das sieht alles andere als schlecht aus. Wenn dir das jemand zeigt, vor ein paar Jahren hätte mir das jemand gezeigt, das habe ich nur mit CO2 geschweißt, den hätte ich ausgelacht und hätte gedacht, der will mich veralbern. Also ist auch sehr, sehr erstaunlich, dass die Geräte das heutzutage wieder können. Wenn ich so an meine Lehrzeit zurückdenke, da haben wir Mac auch nur mit CO2 geschweißt. Sehr alte Geräte, sehr alte Trafo-Geräte, das war wirklich ein sehr unruhiger, sehr spritzender Prozess. Ich habe hier einmal übergebürstet, ich habe im Vorfeld kein Trennspray oder irgendwas verwendet. Es sind ein paar ganz kleine Spritzer, ansonsten eine bildschöne Naht mit CO2 geschweißt. Ich stöpsel das Ganze jetzt einfach mal um auf Argon-CO2-Gemisch. Wer sich jetzt so ein bisschen wundert und sagt, ich habe hinten so einen Anschluss gar nicht und mein Lüfter läuft auch permanent, weil man hört ja jetzt, der Lüfter ist aus bei dem Gerät. Ich habe das Gerät so ein bisschen modifiziert, das heißt, der hat einen temperaturgesteuerten Lüfter bekommen, ist ein Umbau und der zweite Umbau ist hinten, ist einfach so ein kleiner Dongel angeklemmt. Das heißt, ich habe da eine Schnellkupplung. Zu beiden Sachen gibt es auch Videos, kann ich am Ende gern nochmal verlinken. Die Bauteile kann ich hier unter auch nochmal verlinken. Und jetzt habe ich Argon-CO2 angeschlossen. Mit Argon-CO2 schweiße ich jetzt den gleichen Versuch nochmal. Das heißt, ich nehme wieder meine Standardeinstellungen für 3 mm Stahl, mit denen ich normal 3 mm Stahl schweiße
und damit schweiße ich nochmal diese 3 mm Bleche. Das Ganze sind jetzt selbstverständlich Muster. Nach meinen Erfahrungen lässt sich das Ganze wirklich auf jegliche Materialstärke anpassen. Also ist egal, ob wir jetzt hier 3 mm in der Form schweißen oder ob wir jetzt 10 mm schweißen oder so. Es sind die Einstellungen, die verändern sich immer. Ein bisschen mehr Spannung. An sich von wegen funktioniert das aber mit allem sehr, sehr gut. Also es ist wirklich erstaunlich, wie sich diese Inverter heute da entwickelt haben. Ich habe bisher auch noch kein Gerät gefunden, das nicht gut mit CO2 schweißt. Also habe da schon ein Video gemacht, da habe ich glaube ich 3, 4 verschiedene Geräte ausprobiert. Die haben alle sehr gut mit CO2 geschweißt und auch die Lidl Multischweißgeräte schweißen wieder auch sehr gut mit CO2. Wenn man jetzt das Ergebnis hier als Unterschied oder als Vergleich sieht mit Schutzgas geschweißt oder so, da ist im Prinzip wirklich kaum irgendwo in irgendeiner Form, dass man da großartig sagt, das ist ein Unterschied. Also es ist ein sehr einfaches Lidl Multischweißgerät, ist wirklich nichts Besonderes, aber die schweißen auch wirklich vernünftig heutzutage. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, CO2, Argon CO2, sonst müsste ich es einmal nur verdrehen, dann würde ich es selber nicht mehr sehen. Sind, glaube ich, anständige Schweißergebnisse, ganz einfache, solide Geräte, einfache, solide Magnete, mit denen kann man wirklich mehr als leben, auch nur mit CO2. Und da das Ganze mit dem neuen Lidl Multischweißgerät so gut funktioniert hat, nehmen wir einfach nochmal das alte Lidl Multischweißgerät. Ich rüste das Gerät wieder mit 0,8 mm Draht. Ich habe hier hinten noch keine Schnellkupplung mehr dran gebaut. Ich rüste nach und nach alle Geräte um. Das heißt, einmal kurz mit dem Heißluftföhn warm machen, dann kommt dieser Dongle da drüber. Ich hätte natürlich vorher das Teflonband noch entfernen können, da bin ich heute zu faul zu. Dann klemmt man das einmal zu, aber allein schon durch das Warmmachen und Rüberschieben, da ist das Ganze schon nahezu dicht. Also ist wirklich Wahnsinn, da habe ich auch bisher keine Probleme mehr gehabt. Vorher habe ich immer so ein Schlauchstück drüber gemacht und das war immer wieder mal undicht und dergleichen. Also ist unschön, 0,8 mm SG2 Draht, Einstellungen wie für Stahl, das heißt ich kann hier im Prinzip den Drahtvorschub oder irgendwas nicht anpassen. Ich kann hier nur die Spannung korrigieren. Das mache ich gleich mal mit 0,5 ins Plus. Einfach mal zu zeigen, was die Unterschiede da so rausbringen oder was die Unterschiede da verändern. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Naht geschweißt. Ist eine sehr schöne Naht, auch wieder mit CO2 halt. Aber er hat ihn stark aufgebaut. Jetzt sagen viele, jetzt müsste ich den Drahtvorschub reduzieren müssen. Und das ist wirklich ein Denkfehler. Wenn man den Drahtvorschub reduzieren würde, würde der Prozess deutlich unruhiger werden. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die Spannung angepasst. Das heißt, ich hatte vorher 0,5 im Plus die Spannung. Und jetzt bin ich mit der Spannung ein bisschen höher gegangen. Dadurch bleibt der Prozess schön ruhig. Es spritzt nicht. Aber die Naht wird ein bisschen flacher. Das heißt, die Naht bitte immer bei solchen Geräten mit der Spannung anpassen, nie mit dem Drahtvorschub, nie anfangen, dass man jetzt sagt, man baut sich hier noch ein Poti ein. Da gibt es auch Umbauanleitungen, das funktioniert wirklich sehr schlecht und man nimmt diese komplette Automatik außer Betrieb und dann kann man das Gerät eigentlich, also ich würde es keinem empfehlen, lange Rede, gar keinen Sinn. Und man sieht, hier ist auch wieder im Prinzip eine sehr, sehr schöne Naht. Aber ist ein bisschen sehr stark aufgebaut. Das heißt von wegen, ich habe hier viel zu viel Leistung und habe auch viel zu viel Drahtvorschub. Das heißt, ich will hier nochmal deutlich flacher werden. Und dafür wähle ich dann halt einfach für einen zweiten Schweißversuch deutlich weniger Leistung. War jetzt mit 110 auch ein bisschen viel. Ich gehe bei dem Gerät einfach auf 80 Ampere runter. Die Spannungskorrektur von 1,5 habe ich immer noch eingebaut. Und dann schweiße ich einfach die gleiche Naht nochmal. Ich schweiße jetzt hier leicht pendelnd die Naht und ich schweiße in einer sehr neutralen Position. Dadurch kriegt man wirklich den ruhigsten Schweißprozess und damit auch die schönsten Ergebnisse. Das heißt, schleppend schweißen wir eher weniger. Richtig stechend schweißt heute eigentlich auch keiner mehr, der richtig Ahnung hat. Die meisten Schweißer, wenn man die beobachtet, die schweißen in einer sehr neutralen Position und damit kriegt man auch hier Ergebnisse ohne großartige Spritzer. Das heißt, was schweißen wir hiermit? Einfach mit ein bisschen mehr Spannung und dann schweißt dieses Gerät auch sehr, sehr gut mit CO2. Berechtigte Frage ist jetzt natürlich, schweißt das Ganze auch Dünnblech? Kann ich damit auch an meinem Auto schweißen? Darum habe ich hier 0,8 mm Stahlbleche. Probiere da so ein bisschen mit den Einstellungen rum, wie das Ganze funktioniert. Am besten hat es mit den 0,8 mm Stahlblechen jetzt hier funktioniert, wenn ich die Spannung
minus 1 in eine Korrektur bringe, dann kann man hier wirklich sehr schön schweißen. Sieht man an diesem kleinen Blechen hier auch 0,8 mm. Nicht nur irgendwo gepunktet, Stück geschweißt, sondern wirklich eine schöne, lange Naht geschweißt. Das Ganze ist ein Hauch von nichts und lässt sich trotzdem sehr, sehr gut schweißen. Ich habe hier immer noch meinen schönen alten Schweller, an dem schweiße ich immer mal wieder rum. Habe ich 4 Löcher reingepunktet und punkte dahinter jetzt oder schweiße hinter ein 0,8 mm Blech an. Ich habe jetzt erstmal die normalen Einstellungen von eben. Die reichen im Prinzip auch aus, aber dann baut das Ganze ein bisschen stark auf. Darum habe ich die Spannung um 1,5 erhöht. Das heißt Spannungskorrektur um 1,5 bei dem alten Lidl Multischweißgerät. Und damit kriegt man jetzt hier bildschöne Punkte hin. Das ist auch immer so eine Sache, muss man sich immer so ein bisschen rantasten. Großen und Ganzen CO2 und Lidl Multischweißgerät, das passt wirklich, funktioniert sehr gut. Man sieht die verschiedensten Ergebnisse, die hier wirklich sehr, sehr akzeptabel sind und dass man damit CO2 wirklich mit modernen Geräten so gut schweißen kann, hätte ich auch jahrelang nicht für möglich gehalten. Das sind halt immer so Sachen, muss man mal ausprobieren und dann sieht man, das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Die Einstellungen, ich werde das bei Gelegenheit auch nochmal in Tabellen verfassen, werde das auf meine Werkstattkarten mit draufbringen. Alles, was ich hier verwendet habe in dem Video, genauso die Werkstattkarten zu den schönen Lidl Multischweißgeräten, die verlinke ich natürlich immer unten in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Ich hatte das Video schon lange versprochen. Ich hoffe, der ein oder andere freut sich drüber. Bis dann, euer Manni.